Hallo meine verehrten Zuschauer, seit Ewigkeiten kam kein Video, doch jetzt bin ich endlich mal wieder da. Ein Video mit genaueren Einzelheiten, warum ich so lange verschwunden war, das gibt's später. Heute kommen wir zuerst mal zu einem Unboxing. Und zwar habe ich bei Gravis.de mal wieder was bestellt, Versand innerhalb 2 Tagen, man kann sich da echt nicht beschweren. Montag bestellt, Dienstag war es da, also ist ja eigentlich nur ein Tag. Und zwar habe ich mir da ein paar Gegenstände gekauft. Unboxing gibt es jetzt allerdings nur zu diesen Geräten hier, die werde ich aber in getrennten Videos machen. Das Apple, aber die Links kommen alle in die Beschreibung. Das Apple TV packe ich noch nicht aus, da mein Fernseher noch nicht da ist. Ich habe mir nämlich so einen Philips-Fernseher mit Ambilight bestellt und ist wirklich ein schönes Teil. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt in diesem Unboxing eben mit der Magic Mouse an. Und warum habe ich mir das Teil gekauft? Es gibt's ja schon ewig, das Teil. Habt's schon oft gesehen, oft in der Hand gehabt und wie auch immer. Ich habe ja momentan noch die RAT9-Maus, mit der ich immer noch sehr zufrieden bin. Allerdings suche ich was für unterwegs. Das heißt, dass wenn ich unterwegs bin, dass ich da eben was Kabelloses habe. Die ist zwar auch kabellos, allerdings braucht die Basisstation. Und ich will eben was für unterwegs haben, wo ich einfach nur Bluetooth-Verbindung habe und fertig. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, du hast jetzt dein erstes Lehrgeld bekommen. Jetzt kaufst du dir einfach mal jetzt das Drecksding. Und da ist es einfach. Die Magic Maus, ich halte sie mal in die Kamera, das sind hinten die ganzen Gesten, die man so machen kann, aufgeführt. Also das heißt, der normale Klick, der Rechtsklick, Scroll-Bewegungen zum Wischen, zum Scrollen, alles Mögliche. Die kommt in so einer schönen Schneewittchen-Verpackung, die ich bei den Mäusen ja ganz gut finde. Beim iPhone 5C, finde ich, sieht es ein bisschen billig aus mit dieser Plastikverpackung, aber je nachdem. Wir öffnen einfach mal hier die Lasche. Die ab und klappen das ganze Teil mal auf. Da haben wir die Magic Mouse, die ist hier noch festgemacht. Das legen wir mal beiseite. Was ist denn mit dabei? Ein kleines Benutzerhandbuch. Magic Mouse, oh, das riecht so gut. Bluetooth Regulatory Certification, also das heißt, welche Bluetooth-Nummer das genau ist und was weiß ich. Lauter Dreck, braucht kein Mensch. Wir kommen jetzt mal zur Magic Mouse eben. Die ist hier noch so an der Schale befestigt unten dran. Dann ziehen wir das ganze Teil mal ab. So, Verpackung können wir zur Seite legen. Und da haben wir die Magic Mouse. Sieht echt schön aus. Batterien müssten, glaube ich, welche dabei sein. So viel ich weiß. Machen wir das Teil mal auf. Ja, Energizer-Batterien sind dabei, also ganz gute Batterien. Das Teil ist aus Aluminium unten dran und oben ist das Plastik. Ich hatte einmal gedacht, das ist Glas, allerdings ist das hier nur ein bisschen Plastik. Finde ich aber an der Haptik nicht schlimm. So, das hier ist meine alte Maus und das hier die neue Magic Maus. Das heißt neu, meine neue Magic Maus. Sie fühlt sich schön in der Hand an, muss man sagen. Im Gegensatz zur RAT, die ist ja eine Gaming-Maus, also ein richtiges Hightech-Teil. Das passt sich ja der Hand an. Hier haben wir einfach so einen kleinen Klumpen, so eine kleine Scheibe eher, die man eben so in der Hand hat und kann dann eben hier klicken. Also ich finde, für unterwegs ist es ganz gut. Es ist klein und kompakt. Auf jeden Fall ganz empfehlenswert. Ich habe ja das Magic Trackpad noch. Das ist ja auch eine schöne Geschichte, allerdings für unterwegs ist das nicht so gut geeignet, wenn man dann doch mal ein paar Arbeiten machen möchte, wo eine Maus ganz empfehlenswert ist. Also zum Beispiel in Photoshop irgendwas ausschneiden oder so, da ist es doch besser, da geht eben, wenn man was ausschneiden will, geht man hier um die Figur rum und da ist Ende. Und bei der Maus kann man eben so weit nach vorne fahren, wie man will. Und kann geklickt halten und zurück und ihr kennt's ja. Also es ist wirklich ein schönes Teil. Ich würde sagen, wir binden das Ganze mal. So, dann sind wir hier. Wir aktivieren die Maus einfach mal, also das Bluetooth. Das heißt, wir schieben diesen Schalter nach oben. Boah, der geht scheiße nach oben. So, blinkt das Teil. So, dann aktivieren wir das Bluetooth. Schönes Teil. Wir können hier Gesten ausführen. Ist wirklich toll. Jo, lässt sich super bedienen. Perfektes Teil. Das war das Unboxing zur Magic Mouse. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt mir jetzt weiterhin treu. Es kommen öfters Videos und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.